Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 5. Ja, nächste Runde, nächstes Glück. Mittlerweile sieht es bei mir ein bisschen besser aus. Ich habe zwar immer noch Geldprobleme, aber... Hast du gerade ein Weltwunder gebaut? Ja, ne? Ja, ich habe ein Weltwunder gebaut. Ja, du sagst, Mann. Wollte ich eigentlich bauen. Scheiße, ey. Darauf war ich auch. Eher. Ja, da warst du in dem Moment gerade wirklich ein bisschen. Gott sei Dank, dann habe ich mich ja gerecht für die Pyramiden, dann passt das ja. Aber es ist mir ja vorhin schon wieder passiert, auch, dass mir einfach jemand... Ich hatte eine Runde, eigentlich hätte es genau in der Runde fertiggestellt werden sollen, aber da wir halt hinten dran stehen, hat das ein anderer unbekannter Spieler bekommen. Ja, da hatte ich mich auch geärgert. Das ist natürlich blöd. Ja. Jawohl. Naja, was willst du machen? Außer lachen. Ja, weiter bauen und an Leute verhauen. Mal schauen. Das mit dem Verhauen vielleicht später mal. Jetzt erstmal geht's hier erstmal ins positive, ja, Geldproblem und so. Ihr wisst schon. Also. Ja, schön wär's, ne? Okay. Gut. Wir haben hier. Was war die benötigten Zitronen? Ein Feiertag und die Wachstumsrate steigt. Okay, wir haben hier Marmor. Zählt das eigentlich auch als Zitronite? Ja, das würde auch zählen sogar. Ja, da sind unsere Bautrupps momentan noch ein bisschen langsam unterwegs, würde ich sagen. Nächste Sache wäre dann halt auf jeden Fall auch der Bison. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine gute Sache. Ja, ansonsten sind natürlich hier unsere Bautrupps, die sind hier gerade. Bauen die hier gerade eine Straße lang oder so? Was machen die hier gerade? Was machen die denn hier? Die Boys and Girls. Wollen wir das? Nee, das brauchen wir nicht. Okay, Seattle wird auf jeden Fall wachsen. Das bedeutet, Wachstum bedeutet wieder ein negativer. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich mit dieser Unzufriedenheit wirklich so krasse Probleme verursachen kann. Dann hat zum Beispiel Borobudu in einem fernen Land. Okay. So, jetzt können wir hier die Produktion wählen von Boston. Aquädukt oder Garten. Ja, lass mal hier das machen. Dann hätten wir Philadelphia. Da hätten wir momentan gar nichts. Haben da allerdings relativ viel da. Das können wir fern. Lass mal Reiter und lass mal ein paar Reiter bauen. So, jetzt haben wir hier eine heilige Stätte. Und somit auch wieder plus 6 an Glauben. War nicht wenig, finde ich. Aber wir haben auf jeden Fall unseren Vorsprung jetzt gut eingebüßt. Wir können jetzt auch auf jeden Fall nicht mehr so gut wachsen. Und immer noch bei minus 7 Unzufriedenheit. Und das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt besser momentan. Oh, ein koreanischer Frachter, die handeln auch mit uns. Das ist schon gar nicht so schlecht. Glaube ich zumindest. So, New York. Was bauen wir da am besten? Tempel könnten wir auf jeden Fall benötigen. Wir sind bei minus 5 Gold mittlerweile wieder. Wow. Okay, gut. Karawane. Mal Kuala Lumpur, das heißt, wir haben jetzt zumindest schon mal einen Handelsweg wieder. Okay, das ist gar nicht so schlecht.
Warten auf Spieler. Ich warte auf Spieler. Dann musst du halt mal warten oder einmal Karten. Karten. Das ist schon bei Ende gedrückt, ne? Ja, ja, schon lang. Ja, seit etwa 3 Stunden. Also, okay. Ja, sehr gut. Ja. Genau. Ja. Mensch, ist der Typ ungeduldig. Ja, ich auch. So, okay. Wie gesagt, man muss sich halt ein bisschen Zeit lassen. Das gehört halt bei einem rundenbasierenden Spiel dazu. Da soll er halt mal die Klappe halten, der Junge, du. Meine Fresse, du. So, so hier gibt es eine Verbindung. Der Feind wurde bei der Stadt Delhi gesichtet, nach wie vor. Jetzt ist er hier unten. Kann ich ihn angreifen? Ja, ich krieg das in dieser Folge noch hin. Sehr schön, dann machen wir das auch einfach mal. Schlimme Böbbe. Sehr schön. Hier oben ist er weg. Das ist nicht so schön, aber ja, wie gesagt, ich habe unten EP gesammelt. Das ist wieder schön. Wenn du solches weißt. Der hier kann wieder. Ja, mute dich mal bitte. Achso, Entschuldigung. So, der quatscht und quatscht und quatscht. Ja. So. Gut. Kann man jetzt eigentlich nochmal irgendwie was an den Glaubenssätzen ändern? Oder war es das jetzt eigentlich schon? Glaubenssätze? Plus ein Gold pro 4 Anhänger dieser Religion. Schreine bringen plus 1 Zufriedenheit in Städten mit 3 Anhängern. Okay. Was ist aber ein Schrein? Ja gut, haben wir da schon teilweise auch gebaut. Ja, also mit plus 3, aber da brauchst du auch wieder plus 3 Anhänger. So, wir haben auf jeden Fall gleich einen Reiter. Das ist schon mal gar nicht so übel und bad. Aber das nächste, was wir gerade forschen, ist ja das Bild. Wir können vielleicht gleich mal reinschauen, was wir hier denn so als nächstes, worauf wir als nächstes geben müssen. So, Drill hätten wir hier. Kraftstärke in offenem Gelände. In, was haben wir hier? Unwegsamem Gelände. Hügelwälder, Dschungel. Okay, gut. Hügelwälder, Dschungel. Noch ein sehr offenes Gelände wäre das hier. Im Moment, ne? Okay. Ich würde sagen zum Beispiel, dass wir da wirklich mal nach Chicago unseren Reiter ziehen. Dann können wir mal sehen, ob das vielleicht auch an der Produktion was ändert. Beziehungsweise an der Zufriedenheit was ändert. Und ich würde sagen, wir bauen einfach nochmal einen Reiter hier in Philadelphia. Wir haben momentan sowieso nichts anderes zu tun, als irgendwie was anderes zu bauen. Und da können wir auch schon mal ein paar Fortschritte dahingehend machen. Wir können auf jeden Fall mal nachschauen in der Demografie. Es ist halt so, wir sind bei 808. Wir können natürlich nochmal schauen. Vielleicht haben die Koreaner irgendwas für uns. Können wir ja wirklich mal ein bisschen Handel treiben mit den Koreanern oder mit den Dänen. Die beiden sind uns ja momentan nur bekannt. Und hier Tempel wird hier noch gebaut, Nationalepos wird hier gebaut. Washington wächst übrigens dann in 4 Runden wieder. Wieder eine Unzufriedenheit mehr. Yay! Marmor ist auf jeden Fall Luxus gut. Okay. Wir haben Zugang zu Marmor, geil. Geil, geil, geil. Dänischer Krieger, okay. So, Philadelphia. Was? Jetzt eine Stadtverbindung zu was denn? Hat die vorher keine Stadtverbindung gehabt? Nee, komisch. Okay. So, hier würde mich mal interessieren, gibt das dann wirklich was, wenn ich den jetzt hier befestige? Macht das dann wirklich ein bisschen was? Weil früher bei den früheren Civilization war das dann nochmal so gewesen. Im Normalfall. Dass man dann dort dadurch ein bisschen Zufriedenheit erlangen konnte. Aber wir können halt grundsätzlich mal schauen, in Pyongyang hier können wir mal reden. Können wir ein bisschen schauen. Die haben Perlen, haben die zum Beispiel. Was verlangt ihr dafür? Also. Vorne hat das noch geklappt hier. Alle. Oh, da muss ich so viele. Na, das wird halt auch nichts, ne? Gut. Ja, schade, die geben uns halt nichts. Das sind egoistische Schweine, sind das, ne? Wahrscheinlich haben sie selber Probleme oder sowas in die Richtung oder beziehungsweise, ja, die würden uns schon was geben, aber es ist halt einfach viel zu teuer für uns. Wir können uns das halt einfach nicht leisten. Ich will halt nochmal schauen, ob wir vielleicht
Ist halt aber auch ein Ding. Kauf von. Ein Geländefeld kaufen. Ich hätte gerne ein Geländefeld nicht gekauft. Oder beziehungsweise zwei gekauft, aber ich weiß nicht, ob das dann so günstig wird. Yay, nächste Runde, juhu. So, den Reiter, den können wir hier erstmal an der Stelle mal befestigen. Na gut, aber das bringt uns halt irgendwie nicht wirklich viel weiter. Weil wir noch direkt woanders hinschicken können. So, beendet Tempel, Karawanenhof brauchen wir, denke ich, nicht unbedingt. Somit wäre das nächste dann wirklich halt entweder Wohlstand oder halt Kaserne. Wir bauen jetzt erstmal hier Kaserne. Gerade weil New York halt wirklich eine gute Produktion hat. Wir versuchen mal ein Geländefeld zu kaufen. Oh, das kann man nicht kaufen. Nee, das geht nicht so gut. Das ist natürlich ultra bad, ne? Jetzt haben wir hier oben dann natürlich die zwei Dinger gekauft halt, ne? Haben natürlich keine Kohle mehr und so weiter, der Klassiker. Wir bauen jetzt aber erstmal noch die Kaserne in New York. Und danach werden wir dort mal noch einen Siedler bauen. Dürfte wahrscheinlich auch nicht lange gehen, aber lange dauern. Hatte ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht da den Bison, und dass wir an den Bison. Hier kommen wir an den Bison ran. Oh, Mann, oh. Na gut. Da werden wir schon rankommen. Wie war es? 6 Runden bis zur Grenze aussehen. Okay. 20. Fehl 1. Will man mich verarschen? Will mich, glaube ich, verarschen. Aber okay. Gut. Ja. Ist ja okay. So, Washington wächst gleich. Das heißt, wieder eine Unzufriedenheit mehr. So. Black übrigens mittlerweile nur 40 Punkte entfernt. Das heißt, der hat momentan wirklich einen großen Wachstumsschub. Kommt da momentan wirklich gut zurecht, glaube ich. Aber ich glaube, ich kann bei Zeiten auch meine Probleme halt auf jeden Fall lösen. Sind jetzt hier übrigens bei der Technologie. Okay, gut. Wir sind bei mir 12 pro Runde. Ach so, okay. 12 pro Runde sind wir deswegen, weil wir... Okay. Okay, wir hätten hier das hier. Na gut. Schwierig könnten wir halt machen, ne? Seid ihr sicher? Ja! Yay! So, New York hätte Angkor Wat. Große Ingenieurspunkte. Nur ein Goldkosten für den Erwerb neuer Geländefelder in allen Städten um 25% reduziert. Hätte ich das vorher mal gewusst, ne? Könnten wir das mal bauen hier. Und dann schicken wir hier mal unseren Boy mal hier hoch. Beziehungsweise wir ändern nochmal die Produktion ganz kurz und gehen mal auf. Achso, Universität eigentlich auch noch nicht so schlecht. Ne? Ja gut, Siedler dauert auch wieder ganz schön lange. Gut, dann lass das hier einfach mal bauen. Ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass das jetzt hier erstmal baut. So, Boston selbst. Könnte man, wir haben noch minus 4 Unzufriedenheit aktuell. Universität, lass mal Universität hier einfach mal bauen. Dann haben wir Philadelphia in Universität bauen, Forschung wählen. Akustik, Opernhaus, Kultur 1, hier Dingens, Unterhalt 1. Kultur sind wir übrigens bald wieder dabei, was zu reisen. Ritterburg, Alhambra, Kompass, Galeasse, Hafen. Schmiede, Schmiede und Werkstatt, ne? Produktion 10%, ne? Das Wort von Produktion aus Siedler überhandelt innerhalb eurer Zivilisation. Ausbildung von Landeinheiten erzeugt 1 plus Produktion, okay. Wir gehen trotzdem mal auf Dings. Okay, den Krieger befestigen wir nochmal. Nächste Runde. Okay. Gut, das war jetzt auf jeden Fall mal eine Runde, wo wir etwas länger gebraucht haben. So, Boston wächst auch gleich, das heißt da auch schon wieder
Zufriedenheitsprobleme. Gleich wieder am Start. Aber wir dürfen bald beidseitig Bison bekommen. Finden hier nochmal, was hatten wir hier? Wir hängen hier noch Edelsteine. Ja. Zusammen mit ihm gehen wir in den Tod oder aber in die nächste Folge. Und ich würde sagen, das machen wir dann jetzt auch eiskalt mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, tschüss. Tschüss.